Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Enzo The World Apart. Wir sind einigermaßen wieder auf Spur, das einigermaßen muss leider betont werden, denn wir haben nicht sonderlich viel Stoff und die Schutzkleidung wird mit Sicherheit auch nicht groß mehr werden, sondern eher weniger, weil wir immer mehr Siedler werden. Aber nun gut. Wir haben mittlerweile genug Larrys über, dass wir mal ein paar mehr Wasserträger einstellen können. Was ich sehr gut finde. Kräuter haben wir eigentlich soweit en masse. Da brauchen wir jetzt nicht so furchtbar viel. Stimmt, wir hatten ja beim letzten Mal die Stromversorgung dazu geholt. Ich entsinne mich dunkel. Hier haben wir auch die Wetterstation mit den abdeckbaren Planen. Das finde ich super, diese Funktionalität. So, wir sollten aber auch bei den Bauern nicht unbedingt geizen, damit wir da auch mit der Nahrungsmittelproduktion hinterherkommen. Nicht, dass es da dann im Nachgang noch übel werden könnte. Wollen wir natürlich nicht. So, wir hatten aber ja noch einige Expeditionen offen, wenn ich mich recht entsinne. So, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel wir beim letzten Mal hatten. Wir nehmen jetzt aber einfach mal drei Larrys. Und die diese Expedition starten. Damit wir da auch endlich mal durch sind und wirklich alles rausgeholt haben. So, jetzt gibt es leider wieder ein bisschen kontaminierten Regen. Ah, stimmt, die Köhlerei. Da war was. Aber wir bräuchten, glaube ich, auch mal noch ein weiteres Forsthaus, weil das könnte dann sonst auch gegebenenfalls ein bisschen eng werden. Können wir quasi hier an die Köhlerei machen. Und direkt angrenzen lassen. So, ein paar kontaminierte Siedler haben wir tatsächlich noch. Aber gut, das wird dann sich hoffentlich auch mit der Zeit geben. So, wir haben noch eine gewisse Sterberate und uns fehlt auch noch ein weiterer Friedhof. Was mir gerade einfällt, warte mal, wie viele Kinder passen... wir haben 2 Schulen und 72 Kinder, das ist nicht gut. Da müssen wir auch nochmal nachbessern. Wo packen wir dich hin? Packen wir dich dahin. Und wie gesagt, ein weiterer Friedhof. Sollte jetzt nicht 30 Kilometer weit weg sein. Machen wir dahin. So, so langsam aber sicher geht uns der Puffer aus. Gehen wir wieder runter auf einen Baumeister. Da wird immer noch vorbereitet. Nur für eine Handvoll Schrott. Wir haben nur 2 Schrottsammler aktuell, okay, aber ich glaube, das reicht eigentlich. Förster brauchen wir aber definitiv ein paar mehr. Weißt du was? Ich glaube, dass die Försterhütte hier, die können wir abbrechen.
Wir müssen einfach nur die, die wir jetzt haben, voll besetzen. Das würde dann ja schon reichen. Also hätten wir erstmal eine gesteigerte Holzproduktion. Aber siehe da, wie prognostiziert, die Produktion der Strahlenschutzkleidung hängt mal wieder auf 7:30. Na gut, jetzt gerade kam wieder ein Schwung hinterher. So, und bald kommt leider wieder eine Dürreperiode. Achso, die Dürre, ja, okay. Ich hatte mich kurz erschrocken, weil ich dachte, da wäre jetzt noch irgendwas anderes, was irgendwo im Argen liegt, was ich nicht mitbekommen habe. Ich frage mich gerade ehrlich gesagt, ob das hier ein Endlosspiel ist oder ob das irgendwann ein fixes Ende gibt, so nach 200 Saisons oder so oder bei einer bestimmten Bevölkerungsmenge oder sowas. Das weiß ich oft gesagt gar nicht. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es ein Endlosspiel ist. Schauen wir mal. Lebensmittel haben wir mit wachsender Tendenz. Das finde ich schön. So, wann kommt der nächste Erwachsene? Ach, guck an, da kommt doch direkt ein Schwung bald. Finde ich sehr gut. Kinder kommen auch immer wieder neue, wunderbar. Na, dass ihr wegstirbt, finde ich jetzt aber gar nicht gut. Aber naja, da müssen wir durch. Hilft alle nix. So, viele neue Kinder kommen hinzu, sehr schön. Nur noch 3 verstrahlte Mitglieder haben wir. Die, das klingt jetzt böser, als ich es meine, aber die hoffentlich bald wegsterben. Also hoffentlich im Sinne dessen, dass die dann endlich aus der Statistik rausfallen. Das heißt nicht, dass ich so ein, weiß Gott, was für ein garstiger Mensch bin oder so. So, und schon beginnt die Dürre. Dann ziehen wir mal die Fische ab. Packen die dahin. Und machen da mal alles voll. Dann können die, die in der Dürreperiode jetzt auswachsen und produktivere Mitglieder der Gesellschaft werden, entsprechend da dann nachrücken, wenn es dann soweit ist. Sehr schön, die Expedition ist auf der Reise, wunderbar. Totengräber holen wir direkt 2 dazu. Dort hier noch alles ein bisschen voll. Es ist nur noch einen kontaminierten Siedler. Und ja, jetzt kommen wieder die ohne Schutzkleidung, weil die Geburtenrate wieder so angezogen hat. Toll! Weiß ich schon, was wir als nächstes bauen? Eine weitere Schneiderei. Oh, jetzt ist aber hier das große Sterben angesagt. Oder auch nicht. Naja, noch hält es sich in Grenzen. Aber warum sterben jetzt auf einmal so viele gleichzeitig? Ah, guck an, wir haben neue Statistiken. Stimmt, es gab ja jetzt einen Patch. So, Lagerung, da sehen wir, wie viel wir insgesamt drin haben und auch den Verlauf dessen. Ah, okay, ihr seht, das wird auch erst jetzt ab dem Safe Game quasi gemessen. Also vorher nicht, weil da die
Statistik logischerweise noch nicht. Die gab es da halt noch nicht. Wohnraumverteilung. Warte mal. Hütte, stabile Hütte. Gebäude. Ach, guck an. Endlich haben wir eine Übersicht hier. Gut, befestigter Bus. Klar, den haben wir nur einmal. 26 Hütten haben wir und 22 stabile Hütten. Das ist doch schon mal gut. Altersverteilung. So, alter Erwachsener haben wir hier 27, jetzt aktuell 20. Ja, cool. Läuft doch. So, Tempo will ich aber wieder reinnehmen. Es soll ja nicht so langwierig werden hier alles. Da fällt mir gerade auf, ich habe irgendwann mir abgewöhnt, Schotterwege zu machen. Warum eigentlich? Weiß man nicht, ne? So, warte mal. Zack. So, jetzt erstmal die Expedition. Wir sind jetzt vor Ort, ja. Okay. Schaut euch mal um. Ach nee, Moment, was war? Einpacken und zurückkehren. Stimmt. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall alles. Dann einmal einpacken und zurück. Sehr schön. So, nur noch einer, nur, jetzt wollte ich gerade sagen, nur noch einer ist nicht happy, aber der wurde dann auch direkt wieder unglücklich. Und wir haben keinen mehr, der verstrahlt ist. Way! So, was wir bräuchten, wäre noch ein paar Sondierer. Damit wir an mehr Stoff für Schutzkleidung rankommen und entsprechend dann noch mehr Schneider. Oh, jetzt wird es aber auch Zeit für Regen. Da wir doch eine gewisse Menge an Wasser verbraucht haben, zumal wir auch die ganze Zeit die Pumpen haben. Spiel könnte instabil laufen. Starte das Spiel neu und hilf uns, indem du den Fehler meldest. Möchte ich jetzt ungern machen. Ich würde ganz gerne, wenn das für euch okay ist, diese Aufnahmesession noch zu Ende machen. Also diese Folge hier zu Ende aufnehmen und dann werde ich das Spiel wohl oder übel einmal neu starten müssen. So, wir haben aktuell wieder einen gewissen Verschleiß. Ich vermute mal einfach nur Altersschwäche. Jetzt wird's aber hier sportlich. Bei den Köhlern waren auf jeden Fall welche dabei. So, erstmal die Nahrung soweit voll machen, dass wir auch genug für alle zu futtern haben. Oh, kein Regen, kein Regen, kein Regen, kein Regen. Echt, wird es jetzt gar nicht mehr regnen? Oi, 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 oi. Dann könnten wir aber Probleme kriegen mit der Wasserversorgung, wenn es jetzt wirklich überhaupt nicht mehr regnet. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Folge dieses Spielfehlers ist, der uns gerade angezeigt wurde. Wenn ja, dann würde es natürlich Sinn machen, vielleicht doch noch einmal neu zu starten. Also jetzt schon eher.
So, Expedition ist wieder da. So, alle brauchen Schrottwerkzeug und wir brauchen die mit einem Bauabzeichen. Gewächshaus. Dann stellen wir da doch mal eine Expedition für auf. So, du bist der mit dem Bauabzeichen. So, Rationen machen wir genug. So, ihr Lieben, ich würde dann jetzt doch mal ein bisschen früher cutten. Ich mache jetzt einfach mal abspeichern und so und werde dann nochmal das Spiel neu starten, in der Hoffnung, dass ich vielleicht das mit dem Wetter hier erledige, weil das aufgrund des Fehlers passiert ist. Aber gut, ihr Lieben, wir schauen mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.